Willkommen beim neuen Messevideo. Wir sind gerade auf dem Weg zur Mac. Ja. Und Alter, schneller. Alter, du darfst nicht filmen und gleichzeitig. Uah, Alter, da ist ein Baum! Fuck, da ist, du darfst doch nicht gleichzeitig filmen und. Oh mein Gott! Überschlagen uns! Nicht. Nein! Wann endet dieser Unfall endlich? Hätten wir mal aufgepasst und nicht während der Fahrt gefilmt. Oh Mann, ey, Bildungsauftrag. Wo ist Franz eigentlich? Der ist doch auch noch hier gewesen bis eben. Franz ist ausgestiegen. Macht das auf jeden Fall nicht. Das ist ganz wichtig. Wir sind jetzt in die Mac gerollt und fangen jetzt an. Wir fangen jetzt an zu drehen, würde ich. Ja. Oder? So, jetzt sind. Dann einfach der daneben steht, wieder nichts sagt und irgendwelche Gesichtsausdrücke macht. So, jetzt sind wir also da auf der Mac und wir haben netterweise Presseausweise, die wir allerdings nicht auf der Konishi bekommen haben, weil wir angeblich keine journalistische Arbeit machen. Um uns diese Dinger jetzt also zu verdienen, werden wir richtig investigativ vorangehen. Journalismus bezeichnet die periodische publizistische Arbeit von Journalisten bei der Presse, in Online-Medien oder im Rundfunk mit dem Ziel, Öffentlichkeit herzustellen. Zur wissenschaftlichen Beschäftigung mit dem Journalismus hier, bla 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 bla. Hallo, schönen guten Tag. Wie ist das passiert? Wir müssen dafür eine Öffentlichkeit herstellen. Ich habe mir bei einem Tanzturnier den Fuß gebrochen. Ich bin umgeknickt. Das war auf der Konichi wahrscheinlich? Nein, es war auf einer ganz... Auf der Konichi hast du dir dein Bein gebrochen. Wir betreiben hier investigativen Journalismus und ich sage, Mr. Finger oben würde ich der Tonmann loben. Okay. Und die Frage wäre die Nummer 1, ist die Perücke selbst geknüppelt? Und wenn ja, darf man davon vielleicht mal ein Haar rauchen? Entschuldigung, wer ist denn das? Wer ist denn das gerade? Minori. War die auch auf der Konichi? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, aber ich bin mir nicht sicher. Aha! Wie kommt man auf die Idee, ein Kostüm selber zu nähen? Ich habe es nicht selber genäht, ich habe es gekauft. Ich weiß. Woher wissen Sie das? Geraten. Wir sind heute investigativ unterwegs und ich wollte nur mal fragen, wie kommt man dazu, leidenschaftlich dem Vomitus zu frönen? Welchen? Wem? Dem Vomitus zu frönen. Ihr spielt mit Erbrochenem. Warum? Wie kommt man dazu? Ist halt da, ne? Ihr seid doch diese Cosplayer, von denen wir alle reden, oder? Genau, richtig. Toiletten für Aussteller, Toiletten für den Pöbel. Wo gibt's denn die Pressetoiletten? Ah. Reicht schon als Einschnitt. Nein. Ja, jetzt schon. Das finde ich besonders schön. Oh, hallo, ich bekomme ein Buch von der Seite. Was ist das? Das ist mein Interview, bitte. Ich wollte einfach nur auch Informationen. Ich bin investigativ unterwegs. Ein Buch mit Mikrofon und hallo, Sprecht einfach weiter, ich sammle nur Informationen investigativ. Okay, also, ich wollte da noch fragen, wie du zum Zeichnen gekommen bist, zu deinem Chibi-Style. Ich wollte das übrigens auch wissen. Schon mal schlecht angeguckt worden, gemustert von oben nach unten? Einmal in Kassel auf der Konichi wurde ich ganz komisch angeguckt. Konichi soll aber nicht die beste Messe sein, weil die haben uns keinen Presseausweis gegeben. Oh nein. Thema Mensch zweiter Klasse, wir sind die zweite Klasse hinter den Ausstellern. Die Aussteller haben sogar eigene Toiletten und wir nicht, wir Presseleute. Das ist fies, oder? Ja, das ist echt mies. Ich meine, jetzt müssen wir auf dieselben Toiletten gehen wie der Pöbel. Der Charakter zieht diese Spritzen raus, sticht sie in ihre Opfer und saugt denen dann das Blut aus. Und wenn sie sammelt das hier hinten in den Flaschen und wenn sie es dann trinkt, dann kann sie sich in die Opfer verwandeln. Voll lustig. Seid ihr diese Cosplayer, von denen wir mal alle reden? Ja, ich schon. Guckst du auch diese Cartoons? Animes, ja. Animes. Ja, also das war jetzt die Foto-Action Konichi, ne? Ihr hättet die Stars haben können. Jetzt ist die Mac gefüllt mit Berühmtheiten, die zwar kein eigenes Klo haben, aber ich kann meinen Finger nicht mehr gerade halten. Ich glaube, das ist wirklich nicht gesund. Und damit gebe ich zurück. Anime. Otaku. Danke fürs Gespräch. Wie findet ihr denn mein Cosplay? Das ist gut. Sympathisch. Ja. Wisst ihr, was ich darstelle? Nein. Ich bin heute als Hurensohn unterwegs. Entschuldigung, Annie Aurora. What? 20 Euro. Hallo! Hallo! Bist du Sayuri? Ja. Juri, huhu! Was? Juri, huhu! Hi. Juri, huhu! Juri! Huhu, Juri, huhu! Ich hab vorhin schon zu meinem Kameramann gesagt, ich muss mir einen Bart abrasieren, ich muss aussehen wie Sayuri. Okay. Juri, huhu! Was soll das jetzt?
Ich bin so gespannt auf die Stimme. Ihr auch? So, der Mann mit dem Hut. Und alle ganz aufgeregt. Nein. Hi. Wer bist du denn? Hallo, mein Name ist Penelope. Penelope? Ja, ich hätte nämlich mal eine Frage und ich wollte wissen. Warum sind eure Sicherheitsvorkehrungen auf dieser Messe wesentlich besser als auf der Gamescom? Wenn ich mich hier auf die Bühne schleichen würde, dann würde ich mir ja echt... Naja, das Problem ist, die Messe hat keine Security mehr gefunden nach der Gamescom. Aber es war denen zu gefährlich. Sie haben Angst vor mir. Ihr habt jetzt hier Angst vor dem Andrang der Leute. Also es ist wirklich überfüllt heute. Ich kann das schon verstehen. Die Frage ist, was ich mich frage, ist, ist es eine 6-jährige Bewerbung von dir? Du schreibst ja auch unter jedes Video. Ich frage mich, was verfolgst du für ein Ziel? Was ist das Endgame? Oder hilft es dir wirklich? Also wenn es dir wirklich hilft? Nee, aber das ist eigentlich eine gute Frage. In der Position bin ich wahrscheinlich eher wie der Joker, dass ich einem Auto hinterherrenne, ohne zu wissen, warum ich das tue. Könnt ihr euer Ding, was so zwischen euch beiden hier so funkelt, so sparkelt, ja? Kannst du das mal erklären? Also du bist häufiger im Comments-Bereich? Nosterafu ist das. Dankeschön, ja. Er war doch erst vor kurzem bei uns. Er stimmt jedes Jahr unser Almost Döli. Du bist aber erst, sorry, jetzt hat immer wenn Döli dabei ist. Kennst du die Konichi? Nee. Ich auch nicht. Nie gehört. Nie gehört das Ding. Nie gehört. Seid ihr von der Konichi? Wir sind Presse. Ach, cool. Hast unser Magazin vielleicht schon mal gehört? Lügen heißen wir. Wir waren in den letzten Monaten in aller Munde. Ja. Lügenpresse. Genau. Ja, kennst du uns? Hört man oft. Ja. Ich habe Interesse, Cosplayer zu werden. Was muss ich tun? Geld einplanen. Viel Spaß. Geld einplanen und vor allen Dingen planen. Geld. Ich habe hier so einen Haufen gekriegt. Kann ich damit was anfangen schon, oder? Kommt drauf an, welchen Charakter du cosplayen möchtest, würde ich jetzt sagen. Okay. Also prinzipiell kann man auch mit den kleinsten Dingen was anfangen. Man kann kleine Dinge in ganz, ganz große Dinge verwandeln. That's what she said. Ich muss sagen, ich habe in der Medienszene ein großes Vorbild. Wenn ich da bin, wo er ist, dann kann ich wirklich von mir behaupten, ich habe es geschafft. Hier, Gunnar Krupp, der gibt Autogramme. Von 14.45 Uhr bis 14.45 Uhr, wenn man da ist, hat man wirklich was erreicht. Ich hätte die Idee, es gibt ja so Multiplayer-Online-Shooter, wo man sich gegenseitig abknallt und so. Ich finde, das ist nicht so geil, dass man da unendlich Leben hat. Ich habe die Idee... Wait, haben wir auf der Gamescom schon mal geschnackt? Maybe it would be very good if you only have one life. But isn't that what this whole Battle Royale-Genre is about? What is that? Haben wir? Nee, Quatsch, ein Typ hat mir genau dieses, ist auf jeden Fall genau mit diesem Pitch auf mich zugekommen. Und der war aus, fuck, was ist Lithuania auf Deutsch? Keine Ahnung. Egal. Let's do this again. Englisch jetzt oder? Nee.
Also einfach, dass du nur ein Leben hast. Kurze Frage. Ja. Du machst doch diese Gaming-Songs. Wunderschön. Du musst es hier reinsprechen. Du machst diese Gaming-Songs? Ja. Hättest du vielleicht mal Interesse dran, den Watch Dogs Song zu covern? Den Watch Dogs? Wie ist denn der Watch Dogs Song? Du kennst den nicht? Nee, den kenn ich Watch Dogs, kauf dir Watch Dogs, das neue Watch Dogs, das kommt raus. Ja? Ich habe mich gerade ganz kurz einmal angesprochen, was geht hier vor sich? Sie will den Watch Dogs Song covern. Das erlaube ich nicht. Warum denn nicht? Das ist Copyright. Ist das dein Song? Ja. Was? Ja. Ja? Aber wir müssen in die Nase sprechen. Ja, ist das dein was? Song? Ja, ein bisschen näher dran musst du auch. Dein Song? Auf jeden Fall warst du ein sehr guter Interviewpartner. Ich würde dir jetzt einfach mal so ein kleines Geschenk mitgeben. Das ist hier so ein kleiner Sack, wenn irgendwie unterwegs, wenn du gerade mal einen Beutel brauchst oder so. Ach was, das ist geil. Ja. Der nimmt keinen Platz weg. Fett? Ja. Was denkst du, woran Pool gestorben ist? Pool ist nicht gestorben. Pool kann nicht sterben. Oder ist er Deadpool? Hast du es echt nicht gemerkt? Ja, hast du es wirklich nicht, oder? Ich war mir ganz kurz nicht sicher. Konnichi? Warum habt ihr uns keinen Presseausweis gegeben? Das weiß ich leider nicht. Ich bin leider kein Aussteller. Bitte ins Mikrofon. Ich bin leider kein Aussteller, ja? So. Geht das? Geht das? Warte, ist hier der so. Ärmel besser? So. Hallo, von welchem Cartoon ist denn dieses Faschingskostüm? Also das hier ist aus einem Spiel, und zwar Tales of Hysteria. Ja. Okay, danke. Danke. Entschuldigung, wir machen investigative Interviews. Hättet ihr kurz Zeit? Ich bin selber da, um zu flyern. Wie bitte? Ich bin selber da, um zu flyern. Ach so. Da reinsprechen. Ich bin selber da hier, um gerade zu flyern. Ah, okay. Was hast du gesagt? Gerade ist das Absurdeste, was du schon mal gefragt wurdest oder gesagt? Also, dass ich war mal unterwegs und dann kam so ein Typ auf uns zu und hat so gesagt, ja, ihr stellt nichts mit eurem Leben an und das Land geht wegen euch den Bach runter. Bist du der Meinung, dass das Land wegen dir vor die Hunde geht? Auf keinen Fall. Also gerade durch uns wird das Land wieder wach. Ich meine, bevor jemand einfach nur gelangweilt irgendwo in seinem Zimmer hockt, so kann er sich inspirieren lassen, so kann er überlegen, hey, das will ich auch mal machen. Dadurch kann der Konsum angeregt werden und dadurch wird alles gesteigert. Also, ja. Dankeschön. Ihr von der Dokumi, nehmt ihr auch Journalisten an? Also Leute, ja, klar, da gibt es auch Pressetickets. Journalistische Berichterstattung? Genau. Gebt Pressetickets raus. Gebt mir auch Pressetickets raus. Das Wichtigste für uns ist allerdings, du darfst gerne behalten es. Ach so. Ah, okay. Das ist dein Halter, ja. Das Wichtigste für uns ist aber allerdings, dass natürlich auch am Schluss eine Berichterstattung zustande kommt. Natürlich. Na, wir haben schon natürlich. Ja, okay. Entschuldigung, eine kurze Frage. Ich habe vorhin deine Freundin hier interviewt und die hat gesagt, du hättest dein Cosplay nicht selbst genäht. Was hältst du davon? Na, das ist eine Lüge. Wie bitte? Das ist eine Lüge. Hast du vorhin gelogen? Nie. Ich bin investigativ unterwegs. Habt ihr eure Sachen selber genäht? Ja, also wie bitte? Mehr oder weniger. Warte, hier rein. Mehr oder weniger, ja. Was? Bist du mich verarscht? Nein, niemals. Sieht richtig geil aus. Geil, ja? Ja. Ich mache so ein Detroit Become Human Cosplay. Ja. Aber mein Ring ist verrutscht und er ist kein Ring, sondern ein Mikrofon. Entschuldigung, kann ich wieder hier vorne? Ja. Was machen wir jetzt? Nee, hier? Soll ich das machen? Ja. Einfach. Entschuldigung, kennt ihr die Konnichi? Ja. Die Konnichi-Messe? Ja. Wie findet ihr denn, dass da seriöse Journalisten da nicht zugelassen sind? Hallo, Entschuldigung. Ach, scheiße. Das hatten wir doch schon. Wo hast du das Ding jetzt hingeklemmt? Hallo, Entschuldigung. Kennt ihr die Konnichi? Natürlich. Ja. Findet ihr das auch so empörend, dass die keine exklusiven, investigativen Journalisten zulassen? Wie bitte nochmal? Die Konnichi lässt Journalisten nicht zu auf der Messe. Nochmal bitte, ich hab's nicht ganz verstanden. Die Konnichi lässt auf der Messe keine investigativen Journalisten zu. Investigativen? Machst du dich gerade irgendwas lustig? Ich bin Profi. Ich bin auch Profi. Auf einer anderen Art. Oh, ich merk schon. voll gut. Kannst du mal vorlesen, was auf dem T-Shirt Fragen steht? Machen. So. Deine,
Gomu Gomu, Kamehameha, Regi plus Ultra, Gomu Gomu, Kamehameha. Das sind ja alle Sachen auf einmal. Wada, wada, wada. Was ist jetzt? Nächsten Tweet von Eden, her, kommt an den Lauf. Frage. Baby Jean was not my lover. She's just a girl and she said I am the one. But the kid is not my son. Baby Jean was not my lover. She's just a girl who claims that I am the one. But the kid is not my son. Noch zu Ende tanzen lassen. Das ist, das wieder Nosferatu oder ja, was? Aber das ist einfach wieder so ein Ding, wo du in 10 Jahren wirst du das dir angucken und sagen, Gott, war ich ein Schmock damals. Jetzt. Das haben sie vor 10 Jahren auch schon zu mir gesagt. Das haben sie vor 10 Jahren auch, das ist die einzige richtige Antwort. Okay. Also, meiner Meinung ist dabei bleiben. Irgendwann. So, deine Frage. So, das war sie also, die Mac in Erfurt. Kann man zusammenfassend sagen, wesentlich besser als die Konnichi. Wesentlich journalistenfreundlicher auf jeden Fall. Würdet ihr nicht auch sagen, ihr habt ja auch im Vorgespräch schon gesagt, ne, die Konnichi ist nicht so geil wie die Mac, richtig? Ja, das stimmt auf jeden Fall. Ja. Also die Mac ist wesentlich besser hier. Haben wir investigativ herausgefunden, journalistische Arbeit getan und das Ergebnis, Fazit, die Mac ist besser als die Konnichi. Nicht nur das, es ist auch nicht viel angenehmer. Auch nicht so weit weg. Ja. Ist nicht so weit weg. Die Gesellschaft hier ist hier komplett in Ordnung. Vorhin auf der Bühne, da konnten sie sich alle auf ihren kleinen Kissen da hinschillen. Das sah total geil aus. Hier kann Mensch noch Mensch sein, ne? Ja. Und Journalist noch Journalist. Auf Wiedersehen. Hallo Robin von Nosferatu. Das ist okay. Komm, hallo. Okay.